Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft WG mit Weather. Double Time. Julia. Hallo. Deria. Hoho. Mir und einem komischen Wesen, was ich letzte Episode gesehen habe, was hier irgendwie rumläuft. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Schauen wir einfach mal. Und wir haben angekündigt, letzte Episode, heute reden wir über den Eurovision Song Contest. Wer war das eben? Ria, hast du ihn geschaut? Nein. Du keine Zeit nicht, gehabt. Du hast keine Zeit gehabt? Nein. Hast du den mitbekommen, wer gewonnen hat? Nein. Ein total bescheuerter Song. Also jetzt gleich wird es richtig interessant, weil gleich gibt es ein Battle zwischen Weather und mir. Echt? Cool. Auf jeden Fall. Hast du denn mitbekommen, wie Deutschland mal wieder abgeschnitten hat? Vorletzter Platz. Vorletzter Platz, Leute. Eine Glanzleistung. Wir haben uns gesteigert, also bitte. Wer dachte schon, Jamie Lee ist schon schlecht mit 11 Punkten. Deutschland hat ich mochte ihren Song. Deutschland hat es natürlich mal wieder getoppt mit nur 6 Punkten. Es ist so halt politisch. Aber nicht mehr letzter. Spanien war letzter. Ja, genau. Der Song-Contest ist halt einfach schon immer eine Sympathiesache und keine Ahnung, du bist jedes Mal wieder, dass sich so bestimmte Länder, gerade benachbarte Länder, sich immer gegenseitig die Punkte zuschieben. Erstmal das zu wird Punkt, sich nie entscheiden. Wir sind nur für Geld wir gut. Wir müssen jetzt erstmal auslachen. Haha, die Loser, haben wir die rasiert. Das wollte ich auch noch sagen. Ich versuche mir gerade so einen rasierten Spanier vorzustellen. Er hat Julia abgeschossen. So. Wir haben die rasiert. Ja, aber richtig. So, Leute. Also, Deutschland 6 Punkte und dann Portugal. Und jetzt diskutieren wir erstmal. Warum denkt ihr, warum Deutschland so schlecht ist? Also hier kam schon der Argumentationspunkt, es ist tatsächlich politisch, ja. Definitiv könnte da auch was Politisches dabei sein. Aber ich denke, und das wird gleich eine super Überleitung, warum ich denke, dass eben Portugal verdient gewonnen hat. Und Gradum kann gleich gerne auch sagen, was ihm nicht gefallen hat. Oh, scheiße, Moment, ich kann gerade gar nicht sagen. Ja, erzähl mal weiter. Also ich denke, das Problem ist einfach, dass Deutschland in solchen Sachen mittlerweile viel zu konservativ ist, also immer noch zu konservativ. Wir wollen nichts Neues ausprobieren. Wir bringen einfach nochmal das Gleiche, was wir vor 10 Jahren gebracht haben und das wird schon wieder funktionieren. Hat leider nicht funktioniert. Ich denke, dieses, hey, wir machen auf Party auf der Bühne und das ist eigentlich alles, was wir machen, ohne großartig was wirklich zu bieten, ist, denke ich. Also vergiss so das Atmen nicht. So Chartslieder einfach bringen. Atmen, nicht stöhnen! Ist, denke ich, nicht so der richtige Weg. Und ich muss sagen, Portugal hat einen echt mitgenommen im Vergleich zu den anderen Sachen. Ich finde, die haben das super gemacht. Die haben gesagt... Julia, weißt du, von was die reden? Du bist langweilig. Ich fand das richtig langweilig. Ich fand das gar nicht gut. Das Lied? Das Lied? Ja, richtig langweilig. Ich auch. Ich fand das wirklich überhaupt nicht gut. Echt nicht? Ich fand das toll. Gar nicht. Ich meine, Musik ist Geschmackssache, keine Frage. Und es waren selbstverständlich Lieder dabei, wo ich mir so gedacht habe, ah, okay, Und genauso auch welche, die halt einfach richtig grottig waren. Aber, keine Ahnung. Hi. Ist es jetzt aggressiv? Ist PvP? Oder soll ich es folgen? Die Sonne ist weg. Hey. Hab ich noch nicht gesehen. Ich bin unter der Erde. Hi. Es ist Nacht. Magst du Fleisch? Okay. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ja, es mag Fleisch. Vielleicht brauche ich aktives Mondlicht dafür. Ganz viel. Bist du ein Werwolf oder was? Nee. Komische Wesen. Ah ja, weil du gerade sagst, aktives Mondlicht, ne? Wir haben Neumond. So. Aber ich denke, es war halt echt krass gemacht. Man hat halt diesen Typen, irgendwas stimmte halt nicht mit dem. Also es kam auf jeden Fall so rüber, dass irgendwas mit dem nicht stimmte. Und der ist wirklich in der Menge, umkreist. Das hat boah, man schau mal, schau mal, das Fenster, ich bin und draußen, hi. Es wird halt alles dunkel gemacht und dann hast du diesen Wald da. Und wir gehen jetzt bald hin, weil Julia ist in der Aufnahme mit dabei. Was hast denn du schon wieder für ein Problem? Der ist voll aggressiv gegen dich, ne? Das kann doch gar nicht sein. Auf geht's. Schwanz auf den Tisch, Schwanzvergleich, alles klar. Willst du PvP? Oh, schlechte Idee bei mir. Gewiss nicht. Was soll ich gesagt haben? Und du hast halt diesen Typen dann in der Mitte. Und für eine Sekunde wird es mal echt ruhig und man kriegt echt das Gefühl, hey, es ist gerade was Gemeinschaftliches, was hier stattfindet. Was? Und
Nein. Aber was redet der denn? Fand ich also schon. Doch, keine Ahnung. Gemeinschaftlich kotzen konnte ich da, ja. Das, Redder ist kein Stimmungstyp. Aber ich finde, Portugal halt deswegen, weil es eben halt echt was anderes war und die Stimmung halt echt ziemlich super war. GG auf jeden Fall. Julia, du solltest dich mal, wenn du dich mit Creepern anlegst, lieber mit Portcreepern anlegen. Die sind nicht ganz so warum gemein. Warum kommen jetzt die ganze Zeit jetzt Zombies? Gesehen. Ja, weil es Nacht ist. Ich gehe jetzt einfach schlafen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich komme gerade auch noch. So, und du hast erscheinen auch, reicht. Also, Leute, da kommt halt keine auf die Bühne gelaufen und macht das wie bei Australien und zeigt den Hintern in die Kamera. Das, deswegen fand ich persönlich, verdient gewonnen. So, Weather, warum findest du Portugal halt nicht verdient gewonnen? Was fandest du besser? Also, pass auf, ich habe ja diesen ARD-Bogen mir ausgedruckt, weil ich das immer mache. Gut. Gut, ne? Dann habe ich für mich bewertet. Und unter anderem muss man ja auch das Bühnenbild beziehungsweise, man musste den Song bewerten da auf diesem Bogen und Ach so, du hast das mitbewertet? Ich habe direkt mitbewertet, genau, für mich. Oh, shit. Ja, ist geil, ne? Achso, für dich? Für mich. Achso, ich dachte, du bist irgendwie bei ARD und so. Hast Nein, hör bloß auf. Wollte schon sagen, Alter. Also, auf jeden Fall muss man den Song bewerten da und das Bühnenbild und das Entertainment, was es da gab quasi. Und, scheiße. Ich muss mal eben kurz wegrennen. wo kann ich denn hin? Hier. Ist gut. Mauer bauen. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich das für mich mitbewertet und habe dann meine Schlüsse gezogen und habe dann zusammengewertet und habe dann gesehen, dass Deutschland ungefähr auf Platz 20 landen muss bei mir in meiner Bewertung, weil ich auch das Lied nicht mochte. Portugal auf Platz 14 war es, glaube ich. Weil einfach von den Entertainment, was er gemacht hat, natürlich gar keinen Punkt gekriegt hat für mich. Also er hat ja kein Entertainment gemacht. Er hat gesungen, mehr nicht. Nochmal anhören, dann glaube ich, habe ich das falsche Lied im Kopf gehabt. Er hat ja keine Performance gemacht, sag ich mal so. Performance muss man bewerten und da gab es keine Performance. Hier übrigens seht ihr meinen Aufnahmeordner. Vielleicht verwechsel es ich. Dann mir das vielleicht. Also, du hast das so ein bisschen selbst mitgemacht. Ah! Das Viech schon wieder. Oh, scheiße. So. Was hast denn du da für ein Viech gesammelt? Ein Wraith? Was ist das denn bitte? Das ist auf jeden Fall erstmal ein TTG-Wert. So. Es gibt einen Grabstein, ne? Ich muss also jetzt nicht schnell hinlaufen. Oh, jetzt Grabstein, ich ein richtig. Pure Flux Crystal. Das wird ein weiter Weg. Purified Version of Flux. Hä? Some devices in applied the general request pure crystals instead of raw crystal. You find in the endowment. Well known as in most recipes that it take raw crystals will also take pure crystals. The advantage is that you get bla 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 bla. Ah, er weiß nicht, was er machen muss. Make a seed, this is done by crafting sand and any crystal dust, then simply see the well will. Verstehst du, was er machen muss? Das dauert Stunden? Ja. Willst du die Energie aus den Kristallen oder wie? Ja, diese Crystals. Ja, du musst den Wasser züchten. Ach, die Geschichte. Ach, boah, das ist ätzend. Oder ich mach mir einfach so ein Crystal Growth. Du brauchst auf jeden Fall noch... Du kannst mal anfangen, Quarz zu sammeln. Ich hab noch was zu essen. Ich hab Uranium. Jo, tu das mal einfach in meine Kiste. Das wird für unser Atomkraftwerk wunderbar sein. Okay. So, Es schreibt. Ja, es quarzt. Meinst ist das was ähnliches wie Quatsch? Crystals oder richtiges Quarz? Zertus Quarz und Quarz, glaube ich. Zertus Quarz, Entschuldigung. Nur Zertus Quarz. Zertus. Es hat Ahnung. Zertus, okay. Okay, danke. So, das heißt, ich meine Flux Crystal und ich brauche. Oh mein Gott. Wo ist das denn? Zertus Quartz Dust. Das heißt, ich nehme jetzt Zertus Quartz und mach das kaputt. Mach ich kaputt, Digga. Mach ich kaputt, Digga. Habe ich noch Kohle oder habe ich die schon tatsächlich komplett verbrannt? Nein, habe ich nicht. Gut. Ach ja. Und ich brauche ein bisschen Energie. Ja, mach ich kaputt die Energie. Energie mach ich kaputt, Digga. So,
packen wir das einfach mal da rein. Was los, Digga, Mann? Wir gucken, wie wir laben. Was? Ah, okay, jetzt bringt das Energie. Ja, das bringt Energie. Wie viel Dust krieg ich denn daraus? Nicht viel. Aus dem Zirkus Quartz. Brauchst du Zirkus Quartz Dust? Ja, aber ich bekomme da Goldpowder raus. Dann zerstörst du das wahrscheinlich falsch. Oh. Dann sollte ich diesen Prozess jetzt schnell mal beenden. Oh, zu spät. Dust. Zertus. Ist Diamant? Zertus. Quartz. Seed. Nein. Dust. Was Diamanten sind. Zertus Quartz Ore. Boom! Aua, das tut doch weh sowas. Hast du denn angestellt? Zertus. Runtergesprungen. Oh, nice. Oh nein. Oh, scheiße. Was willst du von mir? Geh weg. Oh mein Gott. Ich will hier die Diamanten abbauen. Geh weg, du Mist. Ah, da ist es doch. Zertus Quartz Dust. Charge. Oh. Und ein Ingenieurshammer. Sind Diamanten? Oh. Zack. Ich habe eine seltene Sorte Baumkühe gefunden. Baumkühe? Hast du Baumkühe? Ja, die ist gerade vom Himmel geflogen. Achso. Ich habe vorhin auch schon irgendwelche Viecher auf Bäumen gesehen. Irgendwie. Geht das auch? Nein, das geht nicht. Oh, ich brauche jetzt dieses Charge Zertus Quartz. Ja, da brauchst du eine Maschine, um die zu chargen. Oh, Diamanten gefunden. Ich habe Diamanten gefunden. Ja? Ja. 7 Stück. Ja. So. Okay. Oh, ich werd schon wieder beschossen. Ey, ich kann auch den Sackmüll verwenden. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Da. Pew. Crusher. Kacke. Okay. Hey, ich kann den Crusher nehmen. Oder ein Grinder. Okay. Das heißt, ich brauche einen. Wie hieß das jetzt? Crusher, ne? Crush. So, Dr. Ein... Crusher? Genau. Oh mein Gott. Und okay, ich brauche einen Pisten. Ganz viele Pisten. Zwei Pisten. Und einen Machine Block. Lol, die kriege ich sogar noch hin. Dafür brauche ich eine Chest. Hoffel hat lol gesagt. Wow. Klatsch. Direkt das. So, was habe ich alles? Genau. Crusher. Sollte ich im Crafting-Feld machen, glaube ich. So. Crusher. Machine Block. Missing Item. Oh, ich brauche eine Chest. Ach, die checken nicht, dass ich eine Dark Oak Chest verwenden kann, oder was? Musst du eine normale Chest machen. Was? Ich kann teleporten. Kann ich auch. Also konnte ich. Ich bin gerade nach hinten geportet. Ich weiß nicht, ach, ich brauche eine Trap-Chest dafür. So. Ja, lol. Hoffel. Ich renne immer noch zu meinem Todespunkt. Ich bin gleich da. So, Machine Block. Trap-Chest. So, zack. Genau. Crusher. Machine Block. Dafür brauche ich... Boah, Julia Hardware. Jo. Woo. Jo. Nice. So, Machine Frame. Wunderleistigkeit. Eins her. Ach, ich brauche eine Oak. Muss auf jeden Fall Oak sein, Alter. Oh, Mann. Hast doch gesagt. Nimm die Eiche. Nimm die Eiche. 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 Gut, dann nehme ich eben die Eiche. Wie lange machen wir die Folge? Die geht noch genau eine Minute. Richtig. Noch eine Minute? Okay, alles klar, Leute. Dann werden wir in der nächsten Episode hoffentlich unseren Crusher machen und einen weiteren Schritt zu unserem krassen ME-System machen. Wie gesagt, Leute, wir brauchen Energie. Schreibt es in die Kommis, falls es noch nichts gibt. Wissen wir. Soll ich ab? Alles klar, aber bei mir sagen, ihr müsst schlafen. Ja. Okay. Oh nein, ich will normale Pisten. Oh, zack, jetzt zwei. Oh fuck, nein, bitte nicht. Nein. Nein, was? Bitte nicht. Nein, drei, zwei, eins, steht noch. So, ich hab einen Crusher, Leute. Boah, wir sind so produktiv. Was war denn das noch jetzt? Was habt ihr getan? Warum lebt ihr nicht? Oder warum nicht mehr leben? Ich wäre fast verbrannt.
Warum kann ich den... Feuer. Hä? Warum spielst du mit dem Feuer? Spiel ich nicht. Aber... Warum kann ich nicht... Das Feuer spielt mit mir. Mhm. Certus Dust. Naja, auf jeden Fall. Es war schön, euch gesehen zu haben. Gut, dass ihr weg seid. Folge aus. Das ist nicht der Crusher, den ich brauchte. Gut, das war's mit dieser Episode, Leute. Ich hab mal wieder nichts geschafft. Weil ich absolut keine Ahnung habe von Mods. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Schreibt bei den anderen Leuten vorbei. Lasst ein Like. Kannst du nicht einfach und sagen tschüss. Eine Folge bis dann Ende. Und tschüss. Man sieht sich.